So, in diesem Video möchte ich mal ein Beispiel machen für die Anwendung des Wurzelkriteriums. Und wir werden auch sehen, dass es teilweise auch ganz schön knifflig sein kann. Ich habe hier nur den Teil des Wurzelkriteriums hingeschrieben, der über die absolute Konvergenz folgert, weil dieses Beispiel genau diesen Teil des Wurzelkriteriums anwenden soll oder möchte. Also gucken wir uns mal das Beispiel an. Also es soll um die Reihe Summe k gleich 1 bis unendlich und jetzt kommen die Summanden. Das ist im Zähler steht k Quadrat und im Nenner steht 2 minus 1 durch k in Klammern hoch k. Ja, die Frage ist, ist das konvergent oder nicht? Ja, und worauf Sie denn, wenn Sie sich fragen, welches Kriterium wende ich denn an, immer gucken sollten, ist, wenn Sie also irgendein hoch k hier finden, ja, im Ausdruck, dann ist es immer ein ziemlich starkes Indiz dafür, dass das Wurzelkriterium ein guter Kandidat ist. Weil natürlich so ein hoch k hebt sich wunderschön mit der Kartenwurzel weg. Ja, und da müssen wir also darüber nachdenken, dass wir dann mal das Wurzelkriterium anwenden. Ja, ist auf jeden Fall immer ein lohnenswerter Gedanke. So, jetzt steht im Wurzelkriterium, gib mir das Q. Ja? Das Doofe ist, wir sehen hier kein Q. Ne? Das heißt, man muss einfach mal erstmal stumpf losrechnen und sich mal diesen Wurzelausdruck angucken, der Beträge der AK, was das eigentlich hier ist. Betrachte, also wir wollen, man muss immer hinschreiben, wir wollen das Wurzelkriterium anwenden. Ja, das macht immer Sinn, das hinzuschreiben, damit der Mensch, der das vielleicht irgendwann mal korrigiert, weiß, ah, okay, das sollte das Wurzelkriterium werden. Ja? Okay, also gucken wir uns mal diesen Ausdruck an. Karte Wurzel der Beträge der AK. Was zum Teufel ist denn das für diesen Fall? Das ist die Karte Wurzel der Beträge von k Quadrat durch 2 minus 1 durch k in Klammern hoch k. Trag zu Ende, Wurzel zu Ende. So, hier ist mal wieder ein gern genommener Fehler, dass man einfach die Beträge irgendwie dann unterschlägt oder irgendwie die gleich weglässt. Das darf man nicht. Ja? Da muss man also höllisch aufpassen, dass man über die Beträge nachdenkt. Hier denken wir jetzt mal kurz über die Beträge nach. Erstens, der Zähler ist k Quadrat. Der ist immer größer gleich 1. Also das heißt, der ist positiv. Und hier der Nenner, das ist 2 minus 1 durch k in Klammern hoch k. Jeder Faktor hier ist immer größer gleich 1. Ja, und somit ist auch der Nenner immer definitiv größer gleich 0. Das heißt, das, was hier in dieser AK ist, sind alle größer gleich 1, echt größer 0 und damit können wir den Betrag problemlos auch weglassen. Nur man muss mal kurz drüber nachgedacht haben, ne? Dass man da nichts Falsches macht. So, und jetzt haben wir nämlich k Quadrat durch 2 minus 1 durch k in Klammern hoch k. Davon bitte schön die Karte Wurzel, aber jetzt nur ohne Beträge. Gut. Wir wollen aber jetzt mal dieses blöde hoch k loswerden. Dafür machen wir doch das Wurzelkriterium. Ja, natürlich kann man jetzt die Wurzelregel anwenden und dann steht dann plötzlich, dass wir die Karte Wurzel auf den Zähler anwenden. Karte Wurzel von k Quadrat geteilt durch und jetzt eben halt die Karte Wurzel von 2 minus 1 durch k in Klammern hoch k. Da hebt sich das wunderbar weg, aber ich schreibe es sicherheitshalber nochmal hin. Karte Wurzel dann 2 minus 1 durch k. In Klammern hoch k. So. Und im nächsten Schritt steht da plötzlich im Nenner nur noch der etwas schönere Ausdruck 2 minus 1 durch k. So, und im Zähler steht ja Karte Wurzel von k Quadrat. Das, was einem da vielleicht einfällt, ist erstmal, dass man das auseinanderziehen kann mit der Hilfe der Wurzelregeln. Natürlich ist das die Karte Wurzel von k mal Karte Wurzel von k. Und jetzt muss man ja so ein Q finden. Ja? Und jetzt braucht man also irgendein Q. Was man jetzt also schon mal geschafft hat, ist, dass dieser Ausdruck deutlich, 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 deutlich angenehmer ist. So, und wenn man jetzt auf der Suche nach einem Q ist, muss man irgendwie, naja, auch so ein bisschen Glück haben und ein paar Ideen haben, was man da so machen kann. Ne? Und was man machen kann, ist natürlich, sich überlegt sich halt, ja, was machen denn diese Ausdrücke? Ja, die Karte Wurzel von k, da wissen wir, das konvergiert gegen 1, aber wissen auch, dass es größer 1 ist.
Ja, und wenn man sich die Werte genauer anguckt, und das spendiere ich mir jetzt hier einfach mal so als Nebeninformation, ja, die also Nebeninformationen, die müsste man eigentlich noch zeigen, aber das kann man gerne mal selber machen. Nämlich die erste Nebeninformation ist, dass die achte Wurzel von 8, dass die kleiner gleich 4 Drittel ist. Na, wenn Sie mir nicht glauben, dann benutzen Sie gerne mal Ihren Taschenrechner, um das nachzurechnen, was die achte Wurzel von 8 ist, aber auf jeden Fall kleiner gleich 4 Drittel. Ja, und die andere Nebeninformation ist, dass die k-te Wurzel von k, dieser Ausdruck, der ist monoton fallend. Ja. Ab k größer gleich 3. Ja, also der hat sein Maximum bei k gleich 3 und danach sinken die Werte immer nur noch. Ja, also ab k gleich 8 weiß ich problemlos, deswegen mal schauen, mache ich hier aus k größer gleich 3 einfach k größer gleich 8. Die Werte sind monoton fallend. So, warum habe ich diesen Zauber gemacht? Weil ich jetzt plötzlich diesen Betrag, diese k-te Wurzel von k abschätzen kann. Ja, ich kann das jetzt nämlich brutal abschätzen, zu kleiner gleich, weil das ja monoton fallend ist, einfach zu achten Wurzel von 8. Und das ist auch wieder die achte Wurzel von 8 geteilt durch 2 minus 1 durch k. Ja, und jetzt steht hier ja 1 durch k, auch das kann ich jetzt wieder abschätzen. Ja, wenn k größer gleich, ja, also hier geht ein, muss ich dazu schreiben, hier geht ein, die Annahme, k ist größer gleich 8. So, und dann kann ich das wieder abschätzen zu weiterhin abschätzen. Ich nehme jetzt also den Nenner, den kann ich abschätzen zu 2 minus 1 durch 8. Ja, und die achte Wurzel von 8 kann ich nochmal mit Hilfe dieser Information abschätzen zu 4 Drittel mal 4 Drittel. So, jetzt sehen wir plötzlich eine Zahl. Ja, und wenn man diese Zahl ausrechnet, dann ist das folgender Term, das ist 128 135. Ja, und das ist echt kleiner 1. So, das ist unser Q. Jetzt habe ich natürlich ein ziemlich kompliziertes Q hergeleitet, aber das ist eigentlich egal, weil das war jetzt quasi die ganze Show. Daraus folgt, ja, für fast alle k aus den natürlichen Zahlen gilt, dass die k-te Wurzel der Beträge der AK kleiner gleich diesem Q sind, ja, also 128, 135, und das ist ja kleiner 1, das brauche ich nicht zu zeigen. Ja, und daraus folgt die absolute Konvergenz. Der Reihe. Ja, wenn Sie jetzt sagen, wow, das war aber richtig, richtig brutal, stimmt, da habe ich ein ziemlich knackiges Beispiel rausgesucht und einen relativ knackigen Weg gewählt, um auch zu zeigen, dass man so eine Annahme ab k größer gleich 8 reinstecken muss und dass man abschätzen muss und dann so ein Q findet, was so gerade unter 1 bleibt. Ja, ihren Mut wieder etwas zu stärken, möchte ich aber noch zeigen, dass man das mit Hilfe der Bemerkung, die wir bei dem Wurzelkriterium gemacht haben, aber auch ein bisschen einfacher hätte haben können. Ja? Ja, also ich mache quasi jetzt eine Variante des Beweises also von diesem Beispiel. Ja, also die Alternative, die tatsächlich einiges einfacher ist, Alternative. Ja, man fängt genauso an wie eben auch. Ja, also man fängt an, so wie ich das eben gemacht habe, und endet bei den Termen. Ja, und das ist ja nur das hier, also diese Abschätzung, die man hier oben gemacht hat, die mache ich mal einfach gar nicht, sondern ich mache einfach diese Gleichung hier, also die k-te Wurzel der Beträge der AKA, ist dann ja gleich wie oben. Dann habe ich dann plötzlich die k-te Wurzel von k mal k
Karte Wurzel von k geteilt durch 2 minus 1 durch k. So, und eben habe ich angefangen, hier an dieser Stelle abzuschätzen und mit anzunehmen, dass k größer gleich 8 ist. So, jetzt nutze ich die Bemerkung aus, die wir in dem Wurzelkriterium gemacht haben, nämlich, dass es reicht, den Grenzwert zu analysieren. Ja, und wenn man den Grenzwert analysiert und feststellt, dass der Grenzwert dieses Ausdrucks tatsächlich echt kleiner 1 ist, ja, dann ist man auf der, dann ist man auch auf der sicheren Seite. Ja? Wir stellen fest, Limes, wenn k gegen unendlich geht, der Kartenwurzel der Beträge der AK, das ist der Limes, wenn k gegen unendlich geht, von Kartenwurzel von k mal Kartenwurzel von k geteilt durch 2 minus 1 durch k. So, und jetzt muss ich mir angucken, was ist denn eigentlich da los? Ich weiß, das hier konvergiert gegen 1. Das hier konvergiert gegen 1, weil das hatten wir schon alles. Und ich brauche nicht lange nachzudenken, um zu sehen, dass das hier gegen 2 konvergiert. Das heißt, dieser Grenzwert lässt sich ganz einfach mit Hilfe der Grenzwertrechenregeln ausrechnen. Das ist nämlich 1 mal 1 durch 2 ist 1/2, ist kleiner 1. Ja? Und damit folgt sofort, ja, mit Hilfe dieser Bemerkung, wenn dieser Grenzwert existiert und echt kleiner 1 ist, dass die absolute Konvergenz. Also folgt die absolute Konvergenz auf diese Art und Weise. Ja, wenn Sie sagen, oh, das ist doch viel einfacher, das mache ich jetzt immer so. Ja, schöne Idee, klappt aber nicht, weil nicht immer ist dieser Ausdruck dergestalt, dass der einen Grenzwert hat. Ja, das heißt, da muss man also ein bisschen sich zurücknehmen und sagen, okay, wenn ich sehe, dass ich da so einen Grenzwert finde, dann ist das super, dann ist das der einfachere Weg. Ja, nicht immer findet man so einen Grenzwert. Ja, und da muss man den härteren Weg nehmen, den steinigeren Weg. Manchmal ist der gar nicht so steinig, dass man dieses Q finden muss. Manchmal findet man das Q auch sehr leicht. Ich habe bewusst ein ziemlich fieses Beispiel genommen mit einem ziemlich unangenehmen Q. Aber Sie sehen, so funktioniert es. Okay, ich hoffe, das war hilfreich.